Die Erleichterung natürlich groß, denn es ist geglückt. Und Marie, wir sind ja, haben ja kein Astronautentraining hinter uns. Wir waren ganz schön angespannt. Wirklich wahr. Und natürlich haben auch Menschen auf der ganzen Welt mitgefiebert. Ja, absolut. Interessant ist auch, Donald Trump hat zum Beispiel noch gar nicht Yay oder sowas. Da kam noch nichts. Er scheint auch tatsächlich noch zu zittern im Kontrollzentrum. Er ist im Streit mit Twitter. Ja, ach so, ja, aber gut. Ach, das lässt er heute mal ruhen, glaube ich. Nein, aber ich habe tatsächlich schon einen Glückwunsch auch gefunden von Alexander Gers. Wer kennt ihn nicht? Jungs war ja auch auf der ISS. Er schreibt auch: Willkommen zurück im Weltall, Astro Dog and Astro Benken. Gratulation an die SpaceX, solide Leistung. Und wir können uns noch mal angucken. Tatsächlich sehen wir das nochmal hier. Das war ja, ich habe das vorhin erklärt, dass also wirklich die erste Stufe, dass die tatsächlich gut gelandet ist. Hier sehen wir auch nochmal, wie dann also wirklich auch das zweite Stück abgesprengt worden ist. Das heißt, man ist jetzt da wirklich in sehr langsamer Geschwindigkeit in der Schwerelosigkeit, ist jetzt wirklich nur noch die Dragon-Kapsel unterwegs. Und wir können uns auch nochmal ansehen, wie eigentlich der Flug jetzt hier funktioniert. Da hat nämlich auch SpaceX nochmal ein Video dazu geteilt, wo man tatsächlich auch ganz gut sieht, dass es quasi fast so eine Art Verfolgungsjagd dann stattfindet, die wir also sehen. Hier wäre sozusagen die Rakete, das wäre der Flug, den man hier also übernimmt. Das geht dann einmal um die Erde herum und eben quasi immer auch entsprechend der ISS hinterher. Und hier sieht man auch mal, wie schnell das tatsächlich abläuft. Also das sind hier wirklich ganz ordentliche Geschwindigkeiten, bis man sich dann irgendwann so eingeholt hat, dass tatsächlich auch dieses Undock-Manöver überhaupt wahrscheinlich ist. Entsprechend der Berechnungen, wir haben ja schon gehört, das dauert also gute 19 Stunden, bis das dann tatsächlich auch soweit sein wird. Und so mancher hatte sich auch vorhin noch gewundert, wie es eigentlich sein kann. Ach ja, hier sehen wir noch mal ein Foto kurz vorm Start. Da war also auch beste Stimmung im Cockpit. Die beiden sind ja auch erfahren, was Fehlstarts anging. Insofern war da tatsächlich die Sorge auch gar nicht so groß. Und natürlich ist man auch auf der ISS schon gespannt, wartet also schon auf die beiden, die ja das dann Team dann auch bereichern werden. Das war übrigens ein Foto, das hat man gestern von der ISS noch mal gemacht, vom Überflug. Das ist also hier der Startpunkt Cape Canaveral in Florida. Nun sind wir also da auch schon ein Stückchen weiter. Und dann habe ich noch mal hier mitgebracht, das war auch vorhin ganz schön zu sehen. Da gab es viele verwunderte Reaktionen eben auch bei Twitter, die sagten, ach, wie kann denn das sein, dass da tatsächlich die Familie von den beiden so nah, also auch dann entsprechend an den Astronauten dran steckt. Wie ist denn das mit Corona? Gab es denn da gar keine Quarantäne? Aber im Endeffekt war das so, dass also wirklich auch die Familie von Doug Hurley komplett mit in die Quarantäne gegangen ist. Also die haben gesagt, wir wollen dabei sein, wir wollen uns das einmal richtig anschauen. Und deswegen ist auch dieses schöne Foto hier entstanden, wo man wirklich auch nochmal sieht, wie die ganze Familie sich also auch kurz vorher noch mal dort auch umgeschaut hat, konnte also das Pad, also sozusagen den Startblock, sich auch noch mal angucken. Und tatsächlich ist es so, dass es eine richtige Astronautenfamilie, übrigens beide Astronauten, jeweils die Frauen, sind auch erfahrene Astronautinnen. Auch hier seine Frau Karen Nyberg war tatsächlich 2013 auch schon mal als Bordingenieurin mit auf der ISS. Insofern ist man da wirklich schon mittlerweile erprobt. Der Sohn, der wird das auch fast schon kennen, dass die Eltern sich also regelmäßig dann auch mal ins All verabschieden. Nee, jeder wächst ja anders auf. Ja, du, oder? Marie, erstmal Dankeschön.